die sollten wir hier dringend hinbauen. Die Kardiologie ist die Schwester von der... Mir fällt nichts Vernünftiges ein. Es ist einfach Blödsinn, was ich gerade rede. Ihr kennt das von mir schon. Immer mal ein bisschen Schwachsinn quatschen. Wirkt vielleicht cool? Ich weiß es nicht, nein. Also, ja, ihr kennt es von mir ja nicht anders. Ab und an rede ich auch ein bisschen Dünnschiss. Darf man das überhaupt sagen? Ist das jugendfrei? Oder ist dieses Wort schon alt? Alter, was ist hier? Trainingsgerät, willst du mich veräppeln? Bietet Unterhaltung. Auch nicht schlecht. Oder wollen wir... Ich würde ja am liebsten die Pflanze. Ich bin ja ehrlich. Ich würde am liebsten die Sonnenblumen. Erhöht die Krankenhausattraktivität. Ich glaube, die werden schon besser sein als das, was wir haben. Andererseits würde es vielleicht Sinn machen, sowas zu machen. Erhöht die Zufriedenheit. Bietet Unterhaltung. Ja, sowas ist natürlich dann eher sinnvoll. Ich glaube, wir müssen den Arzneischrank nehmen. Wir sollten, bevor wir in diese dummen Pflanzen investieren, lieber was Vernünftiges nehmen, liebe Leute. Lieber was Vernünftiges. Ja, wir nehmen mal 3. Weil wir es können, nehmen wir 3. Und dann, weil wir hier Platz haben, geht da ein Stuhl hin. Hier, man sieht die Erleuchtung kommen. Ein paar Zertifikate. Hier und hier. Außerdem würde ich gerne eine Uhr haben. Die können wir hier rüber machen, dass der Doktor immer raufguckt und sagt, na lauf noch, 5 Minuten geht noch. Ja, die Pflanze haben wir halt nicht geholt. Dafür holen wir uns eine andere. Was soll's, so ein Trinkbrunnen haben wir ja schon. Die Desinfektion. Desinfektion. Das haben wir, Müll haben wir. Was fehlt uns denn noch? Ja, eigentlich gar nichts. Eigentlich fehlt uns gar nichts. Komm her, hier darf noch ein Zertifikat. Ich würde gerne Stufe 4 mal machen. Und die Wand, die ist noch sehr kahl. Kahla Kolumna, verstehst du? Es ist ein bisschen übertrieben, dieser Raum. Er ist ein bisschen übertrieben, ich geb's ja zu. Und wir sollten hier eine Lösung finden. Und zwar würde ich da ganz gerne... So, das setzen wir dann auch so. Dann, ganz wichtig, der Abfalleimer. Und der Abfalleimer 2.0. Ich rede manchmal auch einen Quatsch, das ist unglaublich. Wir brauchen hier ein Pflänzchen und vielleicht brauchen wir auch da ein Pflänzchen und da und da. Ich glaube, wir sollten das so machen. Eine strahlende Zukunft und ein Fernsprecher. Und wer jetzt sagt, was ist ein Fernsprecher? Das ist ein Telefon sozusagen. Dann machen wir mal ein. Ansonsten, ja, wir haben natürlich jetzt 0 Punkte, aber ihr seht, es gibt hier noch eine Menge Zeug, was wir freischalten können. So, das ist erstmal Nummer 1. Was kommt hier rein? Hier kommt ein Krankenpfleger rein. Das heißt, wir müssen natürlich auch mindestens einen einstellen. Positiv, Arbeit für ein Apfel und Ei. Und, glaube ich, besitzt einen Armbrust. Okay, charmant, hat Potenzial, will mehr Geld. Macht immer weiter. Schmutzfink, hält das Leben für ein romantisches Lässt. Ja, wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Wir stellen einfach die beiden mal ein. Ich glaube, das ist ganz okay. Was fehlt uns denn noch? Ein Pausenraum. Haben wir einen Pausenraum? Den haben wir noch gar nicht. Ich glaube, wir müssen noch einen Pausenraum gestalten, dass das Personal... Ja, dass das Personal sich auch erholen kann. Das ist gar nicht so unwichtig. Man denkt immer Ärzte ohne Grenzen, aber auch Ärzte haben Grenzen. Ich weiß, der war flach. Aber gut. Ja, das ist okay. Kann man so machen, muss man nicht. Ups. Der geht dahin. Und Feuerlöscher, wir nehmen mal ein. Ich glaube, wir brauchen den nicht unbedingt.
Und so ein Desinfizierer kann hierhin. So ein Kaffeeding, kann der da rein? Sehr schön. Ein Trinkbrunnen. Ja, der geht da direkt daneben. Und dann, ganz wichtig, man muss sich wohlfühlen. Wir sitzen hier immer bei Ärzten. Ich glaube, so ist richtig. Und so ist richtig. Ich glaube, das sieht besser aus. Dann brauchen wir natürlich auch Wandbilder. Ganz klar. Ohne den geht's nicht. Und wichtig, Ärzte müssen wissen, woher sie kommen. Aus der Zertifikatswelt. Der Welt voller Zertifikate und Aufregungen. Ja, dann können wir meinetwegen hier noch eine Uhr ranmachen. Vielleicht hier eine. Und meinetwegen kann man hier hinten auch nochmal eine machen. Und was wir auch noch machen können, ist so ein Fernsprechapparat hier hin. Ups, nee, das ist falsch. Geht das? Das geht. So, ich würde sagen, das kann man anbieten. Geld haben wir natürlich jetzt immer noch ohne Ende. Was fehlt uns denn noch? Wir haben die Entleuchtungsklinik. Die haben wir... Hier ist die Töpfergeschichte. Hier ist die Entleuchtungsgeschichte. Der ist gerade auch ziemlich kopflos, der Kollege hier. Auch nicht schlecht. Ja, so sieht das aus. Ist schon cool gemacht. Ist schon wirklich cool gemacht. Wir haben, glaube ich, alles. Ich glaube, es gibt es nichts mehr. Wir könnten noch eine zweite... Wir könnten, wenn wir nett sind, bauen wir noch eine zweite Apotheke. So, und hier geht dann natürlich auch so gleich hier tonnenweise von diesen Ärzteschränken rein. Und natürlich, ganz wichtig, immer ein Mülleimer, ein Feuerlöscher. Die Hände, grundsätzlich Krankenhaus, immer desinfizieren. So, man will da ja nicht irgendwelche Keime verteilen, dass die gesunden Patienten nachher krank das Krankenhaus verlassen. Das wäre ein bisschen ungeil. So. Ja, hier müssen wir mal gucken. Hier kriegen wir noch ein Zertifikat hin. Dann darf hier meinetwegen noch eine Uhr hin. Und den Stuhl brauchen wir nicht. Komm, das passt schon. Was brauchen wir hierfür? Krankenpfleger. Haben wir ja eh mehr eingestellt. Das passt dann ja. Und hier hinten machen wir dann irgendeinen langen Raum hin. Vielleicht. Wir gucken mal, was es noch so gibt. Aktuell haben wir, glaube ich, alles. Ich glaube, mehr gibt es nicht. Töpfern. Wir könnten hier nochmal Toiletten hinmachen. Vielleicht sollten wir hier nochmal Toiletten hinmachen. Das können wir natürlich tun. So, und ich würde sagen, hier hinten kommen überall Toiletten hin. Das kann man so machen, oder? Dann kommen hier die Waschbecken hin. Waschbecken. Handtrockner. Waschbecken. Handtrockner. Natürlich nochmal ein Waschbecken und nochmal Handtrockner. Ja, ja. Einfach nur, weil wir es können, weil wir cool sind. Dann kommt hier Mülleimer hin. Die Desinfektion, man darf sie nicht vergessen. Hier ist eine Desinfektionsstraße. Trinkbrunnen auf Toilette. Ja gut. Wer es braucht. Voll das Katzengejammer. Dann machen wir den hier. Den da. Und ganz ehrlich, weil es so schön ist, den da. Gut, Bilder und Zertifikate. Braucht man Stühle auf Toilette, wo die Putzfrau vielleicht sitzt? Ich weiß es nicht. Vielleicht, wenn man ein bisschen schwach drauf ist, dass man sich hier hinsetzen kann. Ich weiß es doch auch nicht, liebe Leute. Ich weiß es doch auch nicht. So, dann sieht das auch alles ein bisschen dynamischer hier aus. Gut, und dann würde ich sagen, wir können hier nicht wirklich viel machen. Dann let's go.
neue Krankheit, dickes Mundwerk entdeckt. Ich weiß gar nicht, die letzte Aufnahme ist ein bisschen her. Ich weiß gar nicht, welche Krankheiten wir hatten. Darum lese ich die nochmal vor. Irgendwann werden wir schon wissen, was wir hatten. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Dickes Mundwerk. Macht der Patient den Mund auf, kommen furchtbare Sachen heraus. Passiert, wenn man verbal ins Klo greift. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung hier hinschicken, zur Apotheke. Okay. Zwei, drei Dinge brauchen wir hier aber auch noch. Erstens können wir hier auch so einen Zeitschriftenladen. Geht das? Können wir das machen? Ich glaube, nee, das sieht nicht schön aus. So, machen wir so. So, einmal so. Einmal so. Und, ja, viel haben wir ja nicht mehr. Müll haben wir, Feuerlöscher brauchen wir nicht, Zeitungen haben wir, Trinkbrunnen haben wir, Broschürenständer meinetwegen. Kann man die nochmal hier hin. Und da hinstellen. Und dann könnte man hier so einen Zeitschriftenaufsteller meinetwegen nochmal vorstellen. Es sollen sich ja alle wohlfühlen. Ansonsten, pflanzentechnisch sieht es ja gut aus. So, wir können... Das bisschen ist egal. Telefone. Vielleicht können wir hier auch noch ein Telefon hinstellen. Ich weiß es nicht. Neben der Toilette. Ansonsten haben wir alles. Mehr geht nicht. Ja, wir müssen 20 Patienten heilen. Das wird schwer. Denn ein Drittel ist schon vorbei der Zeit und wir haben erst 5 Patienten geheilt. Und besitze 3 Gebäude. Das heißt, wir müssen hier noch ein Grundstück kaufen. 52.000 Gewinn gemacht. Schaut euch das hier mal an. Ist ja Wahnsinn. Ja, hier läuft jetzt ein Upgrade und wir sollten vielleicht ganz ehrlich mal gucken. Positiv, lustig. Was haben wir noch? Hat nur Stroh. Ein Kopf. So, machen wir so. Perfekt. Der repariert das und dann haben wir ein bisschen mehr Hausmeister. Wir haben ja hier doch im Endeffekt eine ganze Menge. Das ist wie die abdancen, ne? Das ist schon echt cool. Auch wie die gehen. Ich finde das ja genial, muss ich sagen. Ich finde das ja genial gemacht. Ich war schon von Theme Park ein Riesenfan damals. Ich habe es auf PlayStation und PC später gehabt. Das ist schon nicht schlecht. Ja, fürs Zwei-Sterne-Krankenhaus. Also das entwickelt sich hier langsam, das Krankenhaus. Ist auch schön gestaltet, finde ich. Es ist nicht so übertrieben voll. Schlangen gibt es auch nirgends. Hier sieht es auch gut aus. Wir haben 10 Patienten jetzt geheilt. Ah ja, jetzt bei den Allgemeinmedizinern wird es voll. Oh, da ist jemand an Sterben. 85% Erfolgschance. Ist der unfähig? Ist es ein Arzt der Unfähigkeit? Vielleicht, weil er faul ist? Kann das sein? Er hat das Merkmal faul. Können wir eigentlich Krankheiten? Krankheitenliste. Nutze die Krankheitenliste, um nachzuschauen, welche Krankheiten bisher in diesem Krankenhaus vorgekommen sind. Sieh dir für jede Krankheit die Heilungsrate und Statistik auf Basis der Patienten dieses Krankenhauses an. Du kannst dir auch deinen Ruf für die Behandlung jedes Krankenhauses ansehen. Dieses trägt zum allgemeinen Ruf deines Krankenhauses bei. Ein besserer Ruf in Bezug auf eine bestimmte Krankheit führt dazu, dass mehr Patienten mit Symptomen dieser Krankheit zu dir kommen. Wow, man darf noch Luft holen. Okay, also es sieht ja sehr durchwachsen aus. Außer psychologisch sind wir, naja, geheilt. Vor allem hier gibt es Todesfälle. Also das ist die schlimmste Krankheit, die Töpferei, aber auch die Apotheke und die Station. Die Heilungsrate 100% hier. Ja, wir müssen sehen, dass wir den Ruf natürlich steigern. Ganz klar.
Und dann müssen wir auch gucken, vielleicht, ob das Personal das Richtige ist. Und diese Monobrauen laufen jetzt gar nicht mehr rum, ne? Das war jetzt einfach nur... Ah, der schmeißt den Müll da weg, sehr schön. Das war jetzt nur fürs Event, oder? Ich habe keine mehr gesehen, oder achtet man da einfach nicht drauf? Ja, schön hier, gut ausgelastet, alle haben was zu tun. Und ich glaube, wir können das schaffen. 13 Patienten geheilt. Yeah. Okay, geschätzter Krankenhausleiter. 2-Sterne-Krankenhaus. Glückwunsch. Ihr habt Krankenhaus von Gesundheitsministerium von Two Point mit 2 Sternen bewertet. Die Lebensdauer deines Unternehmens übertrifft die kühnsten Wetten in unserem Büro. Jetzt musste ich aber nachlesen. Wenn sie anwächst und du immer mehr Bälle in der Luft halten musst, rückt der unvermeidliche Absturz immer näher. Denk lieber nicht darüber nach. Mit freundlichen Grüßen, das Gesundheitsministerium. Oh, wir haben Umtöpfer 2 freigeschaltet. Vielleicht, und guck mal, wir kriegen hier wieder, sehr schön, sehr schön. Den sollten wir vielleicht gleich auch upgraden, denn wir wissen, hier ist Sterberate. Und vielleicht sollten wir auch das Personal mal checken. Wir sollen 20 heilen, da und hier unten auch nochmal. Und eine Heilungsrate von 70%, die sollten wir aber hinkriegen. Die sollten wir hinkriegen. Wir sind bei 100. Ein Patient geheilt von 100%. Sehr schön. Oh, jetzt sind wir bei 50. Das ist schlecht. Ja, und hier unten steigt es und da oben. Sehr schön. Ja, wäre schön, wenn wir das schaffen. 75%, 3 von 4 Patienten geheilt. So muss das sein. Oh, da ist es schiefgegangen irgendwo. Den, sein Herz ist gebrochen. Unser Ruf ist top. Wir sind Stufe 10. Ja, und hier hinten könnten wir noch eine allgemeine hinstellen, wenn wir es dann brauchen. Denn prinzipiell sollten wir es auch so schaffen. Obwohl, da sind schon viele. Man muss da schon sagen, es sind schon viele. Wir machen noch eine allgemeine. So, das ist so ein Top-Arzt. Der hat einfach nur Schränke. Der lebt von Schränken. Das, man nennt ihn auch den Schrankmann. Nein, möchten wir nicht. Wir müssen mal gucken. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es geschafft haben. Es könnte gut sein. Wir machen aber das Zimmer jetzt kurz hier noch fertig. Macht jetzt natürlich keinen Sinn, das abzubrechen. Die Kaffeemaschine muss dahin. Und ein kleiner Brunnen. Ja, und wenn man bei dem Arzt sitzt, geht ein die Erleuchtung auf. So, wir übertreiben mal nicht. Nicht wie sonst immer. Nein, nicht wie sonst immer. Wobei, ich finde, ich übertreibe gar nicht so sehr damit. Ich glaube, es ist ein gesunder Rhythmus, wo man mit muss. Reizbar. Was wollen wir mit so einem charmant hatte? Mühe, die kleinsten Dinge im Leben wahrzunehmen. Ja, was will ich mit denen? Arbeit für einen Apfel und ein Ei gab schon so oft vor, das Buch gelesen zu haben. Na toll. Unglaublich. Ja gut, Ärzte haben wir gerade nicht. Wir sind ärztetechnisch gerade nicht gesegnet. Ja, Beförderung. Unhygienisch. Was will ich mit so einem? Das ist für mich doch kein Arzt. Leute. So, Beförderung. Und hier 20 geheilt. Belohnung keine. Wir haben es nicht. Leider haben wir den Wunsch nicht erfüllt. Was? Das verstehe ich jetzt aber nicht. Ja, 66%, also 3 Sterne sollten wir recht schnell kriegen. Sind jetzt bei 66. Die Attraktivität von 65 haben wir deutlich übertrumpft. Ja, und da kommt schon Arzt, Dr. Allwissend. Oh, da ist was schief gegangen. 66% wieder.